Tag zusammen, willkommen zurück in unserer Reihe über den Chatbot von OpenAI, den wir ja einsetzen wollen in Studium und Lehre und da schon so ein paar Punkte ausprobiert haben. Wir wollen uns jetzt in diesem Video mal damit beschäftigen, wie wir uns bei einer Programmieraufgabe helfen kann. Das ist jetzt mal so das nächste Ziel, denn wir haben ja schon gesehen, im Programmieren oder bei der Unterstützung von kleineren Programmieraufgaben ist der ChatGPT schon sehr stark. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren, ob er uns jetzt bei einem, ja, ich sag mal, kleineren Projekt, nichts Kompliziertes, aber so einer kleineren Aufgabenstellung helfen kann. Ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Die Kommunikation mache ich wieder auf Englisch, weil er einfach im Englischen bessere Antworten geben kann, auch wenn es im Deutschen sehr gut klappt. Aber ich denke, dadurch, dass man ja im Englischen programmiert, sollten wir auch Englisch mit ihm kommunizieren. Also fragen wir ihm erstmal, wie er uns helfen kann. Wir wollen jetzt also ein Python-Programm schreiben, das den Windertrag einer Windturbine berechnet. Und jetzt soll er uns dabei helfen. Ja, also da hilft er schon, erklärt direkt, wie es funktioniert. Die Formel, die er da angibt, ist Energy Yield, das ist eigentlich die Power. Also auch da sehen wir wieder, er ist gut, aber er ist bei weitem nicht perfekt. Man muss also alles das, was er so von sich gibt, immer kritisch, ein bisschen kritisch hinterfragen. Steigen wir mal ein. Also was hat man typischerweise bei der Windenergie? Wir haben die Windgeschwindigkeiten, die wird gemessen auf Bodenhöhe oder Bodennähe, 10 Meter Höhe. Typischerweise von Wetterstationen. Und jetzt müssen wir zunächst einmal die Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe berechnen. Dazu brauchen wir eine Funktion. Die soll dann schreiben, wir nutzen die Hellmann-Gleichung als Alternative zur logarithmischen Gleichung, um dann die Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe zu berechnen. Und ja, die Formel ist jetzt nicht schwer, die er uns da gibt. Die Funktion, die er uns da gebaut hat, passt ganz gut. Also Windspeed at Hub Height. Was haben wir als Eingangsgrößen? Die Windgeschwindigkeit auf der Messhöhe, wir haben die Nabenhöhe, Hub Height im Englischen, und Alpha, das ist also der Hellmann-Exponent, der so ein bisschen die Rauigkeit des Geländes widerspiegelt, typischerweise 0,14 oder 1/7. Ja, und also das kann er, das haben wir auch schon mal gesehen, dass er in solchen Bereichen wirklich stark ist. Ist jetzt ja auch keine schwierige Funktion, das ist halt wirklich nur eine Rechenvorschrift, die er dann einsetzt. Zweiter Schritt ist jetzt, wir wollen jetzt die Windleistung berechnen. Ich habe vorhin schon die Windenergie angegeben, wir wollen jetzt aber die Windleistung. Wir haben die Hub Height, die Dichte der Luft, die setzen wir fest mit 1,23 und den Durchmesser der Rotorflügel. Und wir wollen auch noch den Power Coefficient CP, also den Leistungsbeiwert im Deutschen mit angeben, den soll er mitnehmen. Ich habe da jetzt mal so eine empirische Formel genommen, die, ja, also passt natürlich nicht ganz, ich habe es so ein bisschen angepasst. Eigentlich sind es empirische Daten, die man da eingeben muss. Aber ja, ich habe jetzt einfach mal so eine polynomische Gleichung drüber gelegt, damit das jetzt etwas einfacher ist zur Berechnung. Auch das ist jetzt ja keine schwierige Funktion. CP definieren wir uns in der Form, wie wir es angegeben haben. Und dann berechnet er entsprechend jetzt unsere Werte mit der Windgeschwindigkeit in der dritten Potenz, also relativ einfach. Was man jetzt, wenn man einen sauberen Python-Code oder anderen Programmiercode erzeugen will, natürlich braucht, ist eine Dokumentation. Das macht er ja grundsätzlich auch schon. Jetzt wollen wir mal diesen PyDoc-Style, also im Stil dieser Doc-Strings, wollen wir jetzt eine Dokumentation haben. Das gehört einfach dazu. Und da sagen wir, er soll das jetzt bitte ergänzen zu dieser Funktion WindPower. Das heißt, er definiert jetzt am Anfang im Sinne dieser Docstrings die Kurzbeschreibung, was die Funktion macht, welche Werte werden reingegeben, welche Werte werden zurückübergeben, nämlich die WindPower, und dann kommt die Funktion. Also auch das ist nichts Schweres, aber ich denke eine ganz, ganz nützliche Hilfestellung, dass er einfach diese doch, ich sag mal, etwas mühselig nervige Aufgabe ganz gut übernehmen kann, dass er da einfach schon sehr guten Vorschlag machen kann. Nächster Schritt, nun, jetzt brauchen wir Zeitreihen. Also der ChatGPT kann mit Zeitreihen nur eingeschränkt umgehen. Man kann jetzt nicht so ein ganzes Jahr mit Stundenwerten geben, das sind zu viele Daten.
Das wird vielleicht in einer späteren Version mal kommen, dass man vielleicht auch Dateien hochladen kann. Keine Ahnung, wie da die Entwicklung sein wird. Wir werden das jetzt mal so machen. Wir geben ihm jetzt mal eine Liste mit Stundenwerten für einen Tag, also 24 Stundenwerte. Und er soll daraus jetzt mal einen Data Frame machen, also den typischen Datentyp für Daten in Python. Und er soll noch ein Date-Time-Objekt aus der Spalte für den Zeitstempel in Timestamp machen. Ja, also auch das nichts Schwieriges. Er nimmt jetzt einfach diesen Data Frame. Wir haben diese Variable Data Windspeed als Liste. Fertig. Also auch das nichts Schweres, aber er macht es uns. Ja, das ist ja genau das, was wir wollen. Also wirklich, wir haben eine Idee, was müssen wir tun, was sind so die Schritte zum berechnen, und er führt das dann halt Schritt für Schritt aus. Also eigentlich eine sehr, sehr nützliche Unterstützung. Jetzt soll er bitte mal die ganzen Funktionen, die wir jetzt haben, mal zusammenpuzzeln. Also er soll jetzt diese Energieberechnung machen mit den gegebenen Daten. Wir haben die Windspeed Data, also die Höhe der Windgeschwindigkeitsmessung, den Helmholtz-Exponenten, die Dichte der Luft und diesen Leistungsbeiwert CP. Was wir jetzt auch sehen, ist, er baut uns jetzt den kompletten Code zusammen. Er hat oben die Imports, die wir brauchen, also Math und Pandas brauchen wir als Bibliotheken. Er hat jetzt auch für beide Funktionen die Docstrings ergänzt. Auch das ist natürlich ganz gut, dass er das jetzt quasi automatisch mitmacht. Und ja, also, das Programm ist jetzt nicht schwer, aber doch sehr einfach, sich ein Programm schreiben zu lassen von dem ChatGPT für so eine einfache Aufgabe, die jetzt in der Energietechnik, denke ich, Standardaufgabe ist. Da muss man jetzt nicht den Code selber schreiben, auch wenn das jetzt ja bisher kein schwerer Code ist oder irgendwas Kompliziertes. Er kann auch wesentlich kompliziertere oder komplexere Programmieraufgaben lösen. Man muss aber daran denken, es kann halt sein, dass er sich vertut oder manche Dinge nicht richtig macht. Also man muss den Code immer schon kritisch hinterfragen. Wir werden ihn dann gleich mal ausprobieren und testen dann jetzt gleich mal, was passiert. Hier hat er jetzt einmal abgebrochen. Da müssen wir mit Continue einmal fortsetzen. Gucken, wo er jetzt abgebrochen hat. Ja, genau an der Stelle, wo er jetzt gerade war, also die letzte Zeile fehlte. Ja, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte jetzt am Ende noch einen Plot ergänzen. Also er soll da die Windenergie über die Zeit plotten, über diese 24 Stunden. Und er soll auf die X-Achse die Stunden schreiben. Das wollen wir noch ergänzen. Probieren wir das mal aus. Also da brauchen wir die Matplotlib dazu. Die müssen wir auch noch importieren. Das machen wir dann gleich auch noch in unserem Code. Aber auch das ist nichts Schwieriges. Jetzt so ein Matplotlib zu erzeugen, also so ein Diagramm zu bauen. Aber auch da, das ist immer, ne, immer die gleiche Arbeit, die man machen muss. Wenn man jetzt so einen Plot braucht, dann kann man sagen, ich möchte das bitte geplottet haben, mach das bitte für mich. Wir kopieren jetzt mal diesen Code in unseren Editor rein. Und jetzt die zwei Teile hier nehmen. Haben hier unten den Teil noch, und dann kopiere ich hier diesen Teil auch noch mit. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir müssen den Import, den schreiben wir richtigerweise natürlich nach oben. Jetzt haben wir hier noch einen Syntaxfehler, weil er diese Wind Data nicht kennt, diese Liste, aber die kopieren wir uns jetzt einfach aus unserem System, aus unseren Vorgaben raus. Das machen wir dann direkt an dieser Stelle. Damit ist der Syntaxfehler auch weg. Es sieht alles gut aus. Wir lassen das Programm laufen und sind fertig. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt hier den Data Frame, den haben wir uns jetzt direkt erzeugt mit dem Timestamp, dem Windspeed. Wir sehen jetzt ja, also wir sehen jetzt hier die Kurve der Energieproduktion in Megawattstunden, und haben es dann direkt durch 1 Million dividiert, weil ja die Energie oder die Leistung wird in Watt angegeben, und beziehungsweise mit der Zeit haben wir die Stunde, also Wattstunde. Das ist natürlich jetzt bei der Windenergieanlage nicht so sinnvoll, deswegen haben wir es geteilt durch 1 Million, haben also dann die Megawattstunden, haben jetzt hier die Angaben
die wir haben wollen. Haben hier die Stunde. Jetzt können wir hier noch gucken, warum er jetzt auf der X-Achse die Stunden nicht angegeben hat. Das könnten wir ihn noch mal bitten zu korrigieren. Denn er gibt hier nur das Label Hours an. Also sagen wir mal, please use our ticks on the X-Axis. Das heißt, er müsste es nochmal einmal konvertieren. Aber auch da stark. Also er macht uns das einfach. Das baut er jetzt leider nicht um. Also da müsste er eben die Angabe etwas genauer geben. Also hier macht er jetzt diese Ticks. Wir gucken mal, aber wenn wir das jetzt hier machen. Ich hatte gedacht, er baut hier den Timestamp noch um. Also kopieren wir diesen Code nochmal hier rein. Ersetzen das. Brauchen das Import natürlich nicht. Lassen es nochmal laufen. Fertig. Also da kann man jetzt wirklich noch ein bisschen formatieren. Hat es sogar gedreht mit diesem Rotation Vertical. Also genau das, was wir wollten. Das ist schon prima. Jetzt kann man das Diagramm noch weiter verändern. Entweder man macht es selber, indem man mal in der Dokumentation zum Matplotlib nachguckt, oder man sagt ihm jetzt, was man noch gerne hätte, dass man jetzt noch eine andere Farbe und so weiter haben möchte. Wir haben hier im Variable Explorer halt die Angaben, Height, das können wir jetzt natürlich alles verändern. Rotordurchmesser mit 20 ist natürlich sehr klein, da könnte man dann nochmal einen anderen Wert angeben, ne, dass der Durchmesser nämlich nicht 20 Meter ist, sondern Durchmesser, mittlerweile sind wir eher im Bereich von 100 oder 120 Meter, dann machen wir auch die Height mal 135 Meter. Also, ne, dass wir hier diese Angaben verändern, lassen es nochmal laufen und bekommen hier einen entsprechenden neuen Wert mit entsprechend anderen Werten für die Energieproduktion. Ja, all das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Größenordnung. Also von daher, das klappt sehr gut. Wir haben das Programm erzeugt, was wir haben wollten. Ich springe nochmal einmal zurück in das Fenster von ChatGPT. Also ihr seht, Programmieraufgaben kann man mit dem ChatGPT sehr gut lösen. Er kann da sehr gut unterstützen. Man muss natürlich wissen, was man will. Man muss also schon eine Idee haben, was die Schritte sind im Algorithmus. Auch da kann er natürlich Hinweise geben, wenn man jetzt also Ertragsberechnung oder irgendwelche Analysen machen will, welche Möglichkeiten man da hat. An sich ist er aber eine sehr, sehr gute Hilfe. Programmieraufgaben, die man selber ja also auch lösen könnte. Das ist alles nicht schwer gewesen. Aber also diese Programmieraufgabe kann man einfach sich Unterstützung holen durch den ChatGPT, die Aufgabe sicherlich schneller lösen und damit dann sehr schnell sehr gute Ergebnisse produzieren. Ob das jetzt in Python oder C, in Java, wie auch immer ist, das spielt an der Stelle gar keine Rolle. Er ist da ja sehr flexibel. Aber wir sehen, also im Bereich des Studiums oder auch im Berufsleben, wenn man solche kleinere Programmieraufgaben hat und die gelöst bekommen möchte, kann man den ChatGPT sehr gut einsetzen. Also von da klares Plus, das funktioniert wunderbar mit ihm.